glaube, der Ficus fühlt sich heute nicht besonders. Sieh mal, Hannelore, hier oben wird er schon ganz gelb. Wo? Hier. Tja, Klimawechsel. Eine Wundermedizin, Herr Wiecher. Komisch. Alles gedeiht. Nur dieser kleine Gummibaum bereitet mir Kummer. Mir nicht. Wie? Ich habe Gummibäume immer gehasst, schon als Kind. Die mit den großen Blättern und die mit den kleinen Blättern auch. Aber sie stehen doch sonst mit der Natur auf Du und Du. Ja, das mag sein, aber nicht mit den Zimmergummibäumen. Hier, das sind Nasentropfen gegen Erkältung. Mal sehen, wie Sie den Gummibaum hier und zu Hause bekommen. Herr Wiecher, das hätte ich von Ihnen als allerletztes für möglich gehalten. Warum vor denn, glaube ich? Jeder Mensch hat doch eine Abneigung. Mögen Sie zum Beispiel Schlangen? Ih, nein. Sie? Ich habe gar nichts gegen Schlangen. Nur gegen Gummibäume. Und Tischplatten aus Glas. Ja, richtig. Was Besonderes? Ja, die japanischen Freunde Tenstags in Düsseldorf haben einen Teil des Senatorprogramms storniert. Was? Wo ist Tenstag? Bei einer geschäftlichen Besprechung auf dem Golfplatz. Also, ich versuch's jetzt mal allein, ja? Okay. Bravo. Mensch, gegen diese Stauner haben wir überhaupt keine Chance. Der Vertrag, den Tenstag mit den Japanern geschlossen hat, sieht das ausdrücklich vor. Das ist eine Gemeinheit. Nein, die Stauner-Bedingungen sind durchaus üblich, aber nicht in dieser Form. Hat er sich wieder über den Tisch ziehen lassen? Im wahrsten Sinne des Wortes, über den Senatortisch. 120 Paletten. Los, ab in die Fertigung, versuch zu retten, was zu retten ist. Aber der Düsseldorfer Auftrag ist schon in der Endfertigung. Ihre Rede, Pünktlichkeit ist die erste Voraussetzung für spätere Nachlieferungen. Was ich in meinem Leben schon alles Kluges gesagt haben soll. Chef, nun beruhigen Sie sich wieder. Du könntest dich gefälligst auch ein bisschen aufregen. Schließlich geht uns das alle etwas an. Ich rege mich gleich auf. Tenstag hat von dem Brief gewusst. Ist deswegen zum Golfen abgezischt. Mit ihrer Schwiegertochter. Ich habe nichts gesagt. Natürlich weiß ich das, Schatz. Ja, Uschi hat es mir selber gesagt. Nein, ich finde nichts dabei. Nein, du, ich bin jetzt gerade auf dem Sprung. Na, ich habe doch diese Verabredung mit dem Hotelfritzen bei Monsieur Pierre. Na klar, habe ich dir das gesagt. Ja, die Brauerei hat es sehr bedauert, dass ich meine Tätigkeit als Wirtin aufgegeben habe. Familiäre Gründe. Frau Konsulin Tenstag ist eine sehr geschätzte Freundin von mir und ich gebe sehr viel auf ihren Rat. Konsulin? Ja, wussten Sie das nicht? Typisch Frau Tenstag, immer frisch von der Leber weg. Unsere Hotelgruppe besteht aus nicht zu großen, aber sehr exquisiten Häusern. Was wir suchen ist... Einen Polizisten. Einen Polizisten? Frau Wiecher, das ist ein hartes Wort. Mein Vater war sein Leben lang bei der Polizei. Sagen wir Gütesiegelbewahrerin. Ja, das ist nun ein Wort, das ich nicht verstehe. Jemand, der etwas vom Geschäft versteht. Erkennbare Mängel sofort sieht, anonym selbstverständlich. Und verdeckte Mängel erahnt. Also jemanden, der den Braten schon riecht, bevor er angebrannt ist. Exakt. Ich möchte Sie nicht ins kalte Wasser werfen, Frau Wiechert. Dankeschön. Deswegen betrachten wir unsere Kontaktaufnahme als Arbeitsessen. Sie machen mich auf alle verdeckten Mängel in diesem Restaurant aufmerksam, falls Ihnen welche auffallen. Herr Ansbach, gleich fliegt der Laden hier in die Luft. Wie bitte? Der Oberkellner flambiert mit zu viel Cognac. Das war eine überzeugende Demonstration Ihres gastronomischen Instinkts. Ja, Herr Ansbach. Wie bei allen guten Dingen kommt es immer auf das richtige Verhältnis an.
Das kannst du dir ruhig anhören. Aber nicht heute. Ich schreibe heute eine Klausur in Histologie. Ach so, sag das doch gleich. Andi! Elke! Andi! Mein Speed. In der linken Tasche. Hier. Komm, mach schnell. Los, zieh die Hose aus, den linken Oberschenkel. Da muss doch was an der Waffel haben. Diabetiker und kann sich nicht mal selber spritzen. Ja. So ein Wahnsinn. Er ist eben gegen Gewalt, hä? Du hast Humor. Ja. Vorsicht. Oh, oh, oh. Beinahe wäre mir ein Malöhrchen passiert. Sie haben ja mich. Und ich habe die richtige Wahl getroffen. Moment, Herr Ansbach, ich habe noch nicht zugesagt. Sie werden, Frau Wiecher, Sie werden. Die Hauptsache ist Diskretion, absolute Diskretion bei Ihrem Mann. Ich möchte mit meinem Mann noch mal alles in Ruhe besprechen. Wissen Sie, in unserer Familie geht es nicht immer so diskret zu. Selbstverständlich, Frau Wiecher. Guten Tag. Oh, Tag. Monsieur Pierre, verzeihen Sie, ich hatte noch gar keine Gelegenheit, Sie in der Küche aufzusuchen. Diskret. Ja, diskret. Herr Ansbach, wir sind alte Freunde, uralte Freunde. Nicht wahr, Monsieur Pierre? Wohl wahr, liebe Frau Wichert, wohl wahr. Aber wie oft liegen Freundschaft und Feindschaft dicht beisammen? Einstmals waren wir auch Konkurrenten. Fast, fast, Monsieur Pierre. Ich habe ja dann den Kampf aufgegeben. Ja, da war ich auch sehr froh. Ganze Berge von gefüllten Superbuletten sind mir vom Herzen gefallen. Wir haben uns lange nicht gesehen, Frau Wiecher. Doch, an meinem Geburtstag. Naja, aber da waren Sie plötzlich verschwunden. Ja, das stimmt. Ansbach. Es ist mir eine Ehre. Danke, kennen wir uns? Ja, aus der einschlägigen Fachpresse. Ah ja, hier und da greife ich auch gerne mal zur Feder. Ja, lassen Sie sich auch gerne dabei fotografieren. Bereiten Sie Ihre Rückkehr in die Gastronomie vor? Aber nein, Monsieur Pierre. Herr Ansbach möchte nur meine bescheidenen Erfahrungen nutzen. So, so. Und mein Andreas, was macht sein Studium? Er quält sich. Bei mir etwas leichter gehabt. Das war knapp. Also ich glaube, du spinnst echt. Ich schiebe Nachtwache in einem Hospital, ja? Da gibt es Kurse für Diabetiker. Da lernen schon die kleinen Kinder, wie man sich selber spritzt. Ja, und dann wird man registriert. Dann kommt man in den Computer. Und wenn man in diesem Computer drin ist, dann nehmen die einem sofort hoch, sobald man seinen Arsch auf Grundeis gesetzt hat. Du bist doch für mich nur ein Notfall. Meine beiden Kumpels sind zurzeit Ex und Hop. Ich wusste, dass eure Sache nicht lange funktioniert. Ich höre. Ach, todsichere Sache. Nur 4 Chips und ein Kartenlesegerät. Naja, Geldautomaten, verstehst du? Nee. Die haben Geldautomaten angezapft, bei den Banken. Verstehst du jetzt? Muss ich? Und du weißt von solchen Dingen? Nicht im Detail. Genau weiß ich überhaupt nichts. Vielen Dank für die Action. Hey, Martin, warte mal. Du kannst immer gerne zu mir kommen, ja? Aber mit dem Scheiß will ich nichts zu tun haben, okay? Hältst du mich für kriminell? Ja. Das solltest du differenzierter sehen, Andi. Er zapft nur das Großkapital an. Komm, streitet euch, wenn ich weg bin. Alles klar. Ciao. Aha. Das Großkapital. Heck. Meine Eltern haben mich nicht dazu erzogen, so etwas gut zu heißen, ja? Ja, wo lebst du denn? Wo? Hier und jetzt und mit dir zusammen. Gegenfrage. Wo lebst du jetzt, ha? Gabi hat dir das Leben gestürzt. Jetzt spinnst du total. Ja, genau.
Konnichiwa. So wünschen sich die Japaner wohl einen guten Tag. Konnichiwa, richtig, richtig. Ah, lieber Wicher, da ist wieder was in Ihrer Stimme. Uschitze, stumm mal gleich ab zu Heinz. Der wartet schon seit anderthalb Stunden auf dich. So, der hat gestern früh alle Detailzeichnungen für die Germania-Apotheke bekommen. Gerade zu Detailzeichnungen gibt es Detailfragen. Danke. Herr Dienstag, das ist keine Stornierung, wie üblicherweise Großaufträge storniert werden. Und Sie wissen das genau. Was soll ich genau wissen? Meistens wissen Sie doch alles besser als ich. Auch in den vielen Jahren unserer Zusammenarbeit hatte ich diesen Eindruck selten. Ha, ha, ha. Eine Stornierung ist noch kein Rücktritt vom Vertrag. Eben, das ist ja die Gemeinheit. Wissen Sie, worauf das hinausläuft? Sie werden mir es erklären. Punkt 1. Die Japaner geben uns einen Großauftrag. Fabelhaft. Sie waren dagegen. Mit Recht. Punkt 2. Wir schöpfen sämtliche Kapazitäten für das Hinata-Programm aus. Mit Überstunden. Ach Gott, immer diese Überstunden. Punkt 3. Nachdem wir alles auf Halde produziert haben, da kommen Ihre japanischen Freunde und sagen, April, April, im Moment noch nicht, vielleicht später. Und vertraglich sind wir verpflichtet, uns auf dieses vielleicht später einzurichten. Und damit haben Sie uns in der Hand. Das wären ja Blackmail-Methoden. Was ist denn das? Daumenschrauben. Wenn wir einseitig von den japanischen Auftraggebern abhängig würden. Dann habe ich immer schon gewusst, was Blackmail ist. Davon predige ich doch schon ein halbes Jahr. Was machen wir denn jetzt? Weiß es nicht. Ihre Schwiegertochter stellt sich sehr gelehrig beim Golf an. Herr Dienstag, das ist ein Punkt, aus dem ich mich heraushalten muss. Allerdings sorgt Uschi ihrerseits auch für eine gewisse menschliche Distanz. Leider. Bis morgen dann. Bis morgen, ja. Hier auf den Golfplatz gehen. Das kann er. Wie bitte? Naja, der war mit Uschi auf dem Golfplatz, dieser Blackmail-Tanztag. Entschuldige, Schatz, ich hab dir nicht richtig zugehört. Wie war das? Also früher hast du mir immer zugehört. Naja, also jetzt mal eins nach dem anderen. Was ist mit Uschi und Tanztag? Gar nichts. Sie zeigt ihm die kalte Schulter. Na, das ist doch klar. Ich meine, was war im Betrieb? Und wie war dein Gespräch mit Ansbach? Die Tanztag übertreibt natürlich maßlos. Ihre Familie übertreibt immer maßlos. Und was hat sie diesmal übertrieben? Ja, die Dinge, die sie über mich erzählt hat. Also, du, das finde ich nicht übertrieben. Die Aufgabe ist wirklich nicht schlecht für dich. Bitte? Du hast nichts dagegen? Gerda, den Herzbuben hast du vorhin schon mal gespielt. Aber Alvin... Sag mal, ist dir die Tür aus der Hand gerutscht? Entschuldigung. Andi. Sag mal, gibt es da vielleicht so einen gewissen Punkt? Eine ganze Punktetabelle. Mhm. Gib dir mir ein bisschen Zeit. Bis morgen früh, okay? Habe ich drüber geschlafen und drüber nachgedacht. Schlimm? Komm, Schnuppe. Geh mir ins Bett. Ach, kannst du mir mal sagen, wie ich jetzt schlafen soll? Ich werde kein Auge zukriegen. Du vielleicht? Na komm, da gibt's so einen gewissen Punkt. Also Moment mal, das ist mein Satz. Trotzdem gehen wir jetzt ins Bett. Nein. Doch. Ich kann jetzt nicht schlafen. Ausgerechnet jetzt, wo es spannend wird. Ich will aber nicht. Man muss am Alter was tun, was man nicht will. Also, kommandier mich nicht so rum. Wer kommandiert dich denn rum? Schrei mich nicht an. Wer schreit denn hier? Ich gehe jetzt so an. Ich denke gar nicht dran, bis morgen zu warten. Was bildet der sich eigentlich ein? Du lässt den Jungen in Ruhe, ja? Auf eine gewisse Verantwortung. Na, meinst du, ich nicht? Ich gehe jetzt ins Bett. Na, geh doch! Aber du lässt Andi zufrieden, ist das klar?
nicht so rum. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ich schon. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich wusste gar nicht, wie gut man hier schlafen kann. Andi schläft immer noch. Das ist auch sein gutes Recht. Lass ihn auch schlafen. Mach nicht so einen Krach, deine Mutter schläft auch noch. Also, während meiner Schlaflosigkeit, da habe ich noch mal über alles nachgedacht. Das mit den Hotels kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist ein definitives Nein. Tenstag hat mir mitgeteilt, dass er sich für die nächsten 2 Stunden in unserem Lager aufhält, um eine Inventur des Senatorprogramms vorzunehmen. Dann glaube ich, die nächsten 2 Minuten möchte ich Herrn Tenstag in unserem gemeinsamen Büro sehen. Bitte sorgen Sie dafür. Aber Herr Wiechert, was ist denn? Herr Tenstag, bitte in die Geschäftsleitung. Herr Tenstag, bitte in die Geschäftsleitung. Fragen, lieber Wiechert. Gestern Abend längere Besprechung mit Kneisel. Wie sagen die Lateiner, wenn sie reinen Tisch machen wollen? Tabula rasa. Eben! Der ist doch einfach nur kriminell, oder nicht? Ja, er ist schon arm dran. Hat Zucker und nichts auf der Kralle. Das ist schon scheiße. Mal auf Wiedersehen, hat er gesagt. Kein Wort. Einfach nur die Türen zugeknallt. Aber ich kann doch jetzt nicht zur Polizei latschen und Martin anzeigen. Das wäre doch eine linke Tour. Glaubst du vielleicht, der ruft mal an? Schließlich muss er doch den ersten Schritt tun. Sag mal, Papa und du, habt ihr Streit? Na ja, deinetwegen. Nur deinetwegen. Wieso meinetwegen? Knack ich Geldautomaten oder Martin, hä? Entschuldige bitte, wirklich, du hast ja recht, du würdest sowas gar nicht machen. Naja, und jetzt soll ich meine Hotelgeschichte nicht anfangen. Was für eine Hotelgeschichte? Na, meine Hotelgeschichte. Sag mal, hast du davon überhaupt keine Ahnung? Siehste, so weit ist es schon gekommen. Jetzt weiß der eine schon nicht mehr, was der andere tut. Vater hat Sorgen in seinem Büro, die ihn nicht schlafen lassen, und mir geht's überhaupt nicht gut. Ja, Mutter. Das wissen wir. Was? Mir geht's ja schon wieder besser. Bis auf gestern Abend. Und jetzt kommst du noch mit Wirtschaftskriminalität. Ja, dann bleib mal ganz ruhig, ja? Also Martin knackt Geldautomaten und Elke, die findet das irgendwie auch noch gut. Also das finde ich aber überhaupt nicht gut. Siehst du, Mutter? Jetzt können wir ganz in Ruhe und ganz vernünftig miteinander reden. Mhm, aber Punkt für Punkt. Ansbach, ich möchte die Sache ganz gern noch eine Nacht überschlafen. Aber wir sind uns einig, Frau Wiechert. Ja, ja, natürlich. Aber bitte trotzdem. Verträge gehe ich ganz gern mit meinem Mann noch mal durch. Ja, das verstehe ich. Ihr Mann hat einen außergewöhnlich guten Ruf in seiner Branche. Bei mir auch. Wie bitte? Oh, Sie entschuldigen. Ja, selbstverständlich. Ich darf dann morgen früh wieder Kontakt aufnehmen. Sagen wir gegen 11? Ja, gut. Diese Angelegenheit ist mir sehr wichtig. Bitte? Danke.
Na, hast du zugesagt? Nein, erst morgen um 11. Eberhard, du warst doch nie dagegen. Erst seit heute Nacht. Ich hab doch keinen Ton gesagt. Hast du doch. Das war wegen Andi. Also, was ist mit Andi? Das ist eine unangenehme Sache. Ein Bekannter von Elke, dieser Martin, der ist in so einen kriminellen Blödsinn verwickelt. Was? Und da willst du verreisen? Wer sagt denn, dass ich verreisen will? Ich pack doch bloß Sachen ein, die ich sowieso nicht mehr anziehe. Ja, das sieht man deutlich. Ich wollte gerade anklopfen. Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Ja, Mutter? Hannelore, ich könnte dich doch auf deiner ersten Inspektionsreise begleiten. Wäre doch auch für dich eine große Beruhigung, oder? Deine Schwiegertochter will doch nicht verreisen. Die mottet doch nur ihre alten Sachen ein. Was hat nur euer harmonisches Verhältnis so betrübt? Ja, das wüsste ich allerdings auch gern. Ja, also, am besten wird sein, ich brühe uns erstmal schnell eine schöne Tasse Kamillentee auf, ja? Ja, Mutter. Gut. Was ist denn damit, Andi? Der ist wieder zu Elke gegangen. Und da ist er wieder. Mit diesem Freak schnell durch die Straße. Ach was? Bin ich blind? Ist bei euch denn wieder alles in Ordnung? Nein. Gut. Dann lasst mich wissen, wann die Luft hier wieder rein ist, ja? Ich habe heute Nachtdienst im Western Krankenhaus. Tschüss. Noch. Meine Hosen. Entschuldigen Sie bitte, Herr Meiser. So. Bitte. Danke, Mutter. Danke. Ich habe mich doch zu diesem Hotelblödsinn gar nicht gedrängt. Nein, dazu habe ich dich gedrängt. Und Frau Tenstag. Weil wir finden, dass es gut für dich ist. Bitte. Das war der längste Streit unseres Lebens, Schnuppe. Dann sollten wir ihn noch ein bisschen genießen, hm? Gar nicht schlecht, bei meinen Hotelinspektionen gleichzeitig nach innenbaulichen Schwachstellen zu sehen, ha? Ich will natürlich niemand was aufdrängen. Weißt du, Schnuppe, ein bisschen drängeln wäre ganz gut. Wenn Tenzaks Japaner noch ein Vierteljahr stornieren, dann gehen in der Möbelunion die Lichter aus. Soll das heißen, dass du aus rein geschäftlichen Gründen jetzt für meine Reiserei bist? Im Gegensatz zu dir lüge ich nicht. Lass es mich einmal so sagen. Ich werde mich jedes Mal wahnsinnig freuen, wenn du von deinen kurzen Abstechern zurück zu Opa in die Haie kommst. Wann bitteschön habe ich gelogen? Mutter. Wir müssen uns geben wie ganz normale Gäste, verstehst du? Natürlich, Annelore. Aber wie anspruchsvolle Gäste. Denn nur wenn man einen gewissen Anspruch stellt, entdeckt man die kleinen Mängel. Ja, da hast du recht. Thank you.
Tja. Vielleicht haben die Betriebsferien. Haben sie nicht. Guten Tag. Wichert. Ach so. Sie sind das. Bitte, Mutter. Grüß Gott, meine Damen, Sie wünschen bitte? Wichert. Wichert, einen Moment. Ja, selbstverständlich, hier. Wir haben Sie zwar erst heute Nachmittag erwartet, Sie haben sich aber sehr beeilt. Ich meine, von Bielefeld bis hierher fährt man doch mindestens 8 Stunden, oder? Wenn Sie sich bitte hier eintragen wollen. Ja, ich mach das schon mal, danke. Nummer 21. Ja. Ist das die Suite? Selbstverständlich, ganz nach Ihren Wünschen, gnädige Frau. Woher kennen Sie denn unsere Wünsche? Oh, wir werden uns bemühen, Sie zufriedenzustellen, gnädige Frau. Das hoffen wir auch. Josef, Nummer 21. Wenn Sie es wünschen, wird Ihnen ein Zimmermädchen beim Auspacken Ihres Gepäcks behilflich sein. Aber ich bitte Sie, das ist wirklich nicht nötig. Aber doch viel angenehmer, Hannelore. Ja, wir bitten darum. Selbstverständlich. Und wenn Sie mich bitte mit Dr. Gürtler in 5 Minuten verbinden würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Sie können bei uns natürlich selber durchwählen, wenn Sie wollen. Natürlich, aber wie mühsam. Gut, wenn Sie es wünschen, werde ich Sie selbstverständlich verbinden. Darf ich Ihnen jetzt Ihre Suite zeigen? Das machen wir mal. Bitte schön. Bitte sehr, meine Damen. Josef, geh mal. So, meine Damen, ich bin mir absolut sicher, dass Sie sich hier bestimmt wohlfühlen. Ja, das hoffen wir doch. So, bitte schön. Bitte sehr. Oh, das ist schön. Das ist wirklich sehr schön. Ja, hier das Wohnzimmer, hier haben Sie das Bad, hinten der Schlafzimmer mit Balkon. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich schicke Ihnen nun das Mädchen, meine Damen. Und bitte vergessen Sie nicht die Verbindung mit Dr. Gürtler. Wird alles erledigt, gnädige Frau. Angenehmen Aufenthalt. Mein lieber Scholli, schau dir das an. Oh, du, das ist vielleicht eine Luxushütte. Das schon, aber die Dekoration ist autofrisch. Oh, ja, aber Mutter, ich bitte dich, das ist doch wahnsinnig gemütlich. Sie sind hier nicht zum Genießen, nur dann zum Arbeiten. Apropos Arbeiten, du, wenn ich diesen Lümmel von einem Kofferträger noch mal unter die Hände kriege, der kann vielleicht was erleben. Aber sonst macht das Hotel einen sehr guten Eindruck. Hier, sieh mal, sogar Früchte außer der Saison. Und diese himmlischen Blumen. Ja, allerdings die vielen Nelken da drin sind nicht mein Geschmack. Aber das Bad, du! Das Bad ist wahnsinnig schön. Bei den Preisen? Ah! Dein Doppeldoktor! Dieser Anruf ist reine Taktik. Das habe ich gemerkt. Sag mal, die Sache mit der Visitenkarte, das musste unbedingt sein, was? Wir wollen hier nicht wie Pinskes behandelt werden. Nein, aber wie normale Gäste. Ja, hallo? Hier, Wichert? Oh, Dr. Gürtler. Ich finde keine Worte. Es ist himmlisch. Herein. Ja, ja. Grüß Gott. Ich bin Elisabeth. Darf ich Ihnen beim Einräumen helfen? Einen Moment, lieber Doktor. Moment, das ist doch viel zu schwer. Entschuldigen Sie, das muss ich doch machen. Lieber Doktor, ich glaube, es ist besser, ich rufe Sie heute Abend nach dem Dinner noch mal an. Ja, so gegen 9:30. Entschuldigen Sie bitte. Sagen Sie, Elisabeth, wie lange sind Sie hier schon beschäftigt? Nun, nicht sehr lang, erst seit 3 Jahren. Aber nur heute. Ach so. Die arme Frau, in dem Alter.
Ja, es war mir richtig peinlich. Diese schwere Arbeit, aber vielleicht hat sie nur eine kleine Rente und muss. Oder sie will. Meinst du? Ich weiß nicht, Mutter. Ach, in diesem Augenblick merkt man doch erst mal, wie gut es einem eigentlich tut. Ja, hast du recht. Na, da werden wir alles rausfinden, Mutter. Wer will und nicht kann, wer muss und nicht mehr dürfte. So, und jetzt gehen wir ins Haus und rufen Eberhard an und sagen ihm, dass es hier ganz scheußlich ist. Ne? Das ist gut, als würde ihm die Einsamkeit erleichtern. Also da gibt es so einen gewissen Punkt, ich... Verstorbener Schwiegervater, also mein Mann, legte grundsätzlich bei allen Vorgängen Protokolle an. Wir müssen ein Protokoll anfertigen. Ja, da hast du recht, Mutter. Punkt 1, der Lümmel mit dem Koffer. Sehr richtig, ja. Punkt 2, das menschliche Problem sicher in dieser Welt. Da würde ich noch ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich, hast du recht. Aber zum Beispiel der lose Spannteppich im Treppenhaus. Das ist ein Was du alles siehst. Sonst ist es doch herrlich. Das ist fantastisch. Ja. Ach, eine entzückende Gegend. Die Luft ist und ja, ja, und dieser Blick ja. Auf die Erde. Das ist alles in Ordnung. Danke, Elisabeth. Vielen Dank. Warten Sie, Moment, Moment. Nein. Ich habe da noch was danke, für Sie. Das ist nicht nötig. Aber vielen Dank. Nein. Sie müssen das verstehen. Das Hotel gehört der größtenteils noch meiner Familie. Da konnte ich doch kein Trinkgeld annehmen. Ich weiß schon, was ich sagen wollte. Weil er aber nur ein Zimmermädel spielt. Schauen Sie, genau vor 63 Jahren habe ich als Zimmermädel da meine Hotellaufbahn angefangen. Und das hält mich in Trab. Ja, und jetzt muss ich unseren Hotelpassen zusammenstauchen, weil er unten aber noch nicht den Teppich festgemacht hat. Ich wäre beinahe drüber gestolpert. Ja, ja. Elisabeth, Moment, eine Frage noch. Ich habe immer geglaubt, das Hotel gehört einem Konzern an, also einer Hotelkette. Wir gehören einen großen Zentralbuchungscomputer an und garantieren halt einen gewissen Standard. Und da muss man dann seine Augen schon überall haben, sonst ist der Standard gleich beim Teufel. Das stimmt. Danke. Ach du mein Mon Dieu. Das ist die Mutter. Was haben wir daraus gelernt? Manchmal vermutet man Armut, wo sie gar nicht steckt. Und manchmal versteckt sich Armut, wo man sie nicht vermutet. Und deswegen rufe ich jetzt Eberhard an. Du immer mit deinen sarkastischen Witzen. Ihr seid doch nun weiß Gott nicht arm. Einen Zentralbuchungscomputer und einen gewissen Standard haben wir nicht, aber jede Menge Schulden. Hallo, Möbelunion? Ach, Frau Wiechert. Nein, tut mir leid. Ihr Mann ist geschäftlich aushäusig. Ja, ich kann Ihnen nicht sagen, wo er hingegangen ist. Ja, er kriegt jeden Morgen seinen Tee. Ach, feine Servelatwurst. Auf Brötchen. Ja, werde ich morgen dran denken. Mittelalter Holländer. Ja, gut. Frau Wiechert, machen Sie sich doch keine Sorgen. Hallo, guten Tag, Frau Wiechert. Ah, Sie haben meine Stimme erkannt. Na, nein, leider keine Ahnung, wo er ist. Keine Ahnung. Guten Tag, liebe Elke. Guten Tag, Herr Wiechert. Wo ist denn der Typ, Elke? Welche Geheimnummer habe ich? Ich habe meine Geheimnummer vergessen. Das kann so einem alten, verkalkten Gehirn schon mal passieren. Können Sie mir da helfen? Bitte. Das macht mich halt. Ihre Kreditlinie bei einem Geldautomaten beträgt 400 Mark. Richtig, gerade kommt mir die Erinnerung wieder. 4318, Kreditlinie 400. Kennen Sie auch meinen Kontostand? So weit bin ich technisch noch nicht. Das ist aber sehr bedauerlich. Will er mich verpfeifen? Mein lieber Freund, mit dieser besonderen Begabung werden Sie eines Tages im Knast landen, wetten. Bleiben Sie cool. Wetten nicht?
Ich kenne dein Unternehmen, das einige Geldautomaten rund um die Uhr bewacht. Die haben hervorragende Mitarbeiter. Die sind alle von einem brennenden Ehrgeiz besessen, mein Junge. Hier. Aber wie ein Pastor. Pastor? Was kennen Sie denn für Leute? Sie müssen aber einen merkwürdigen Umgang haben. Der Mann ist nicht irre. Na gut, bin ich irre. Ich wollte Sie nur warnen. Kann ich jetzt bitte meine Scheckkarte wieder haben? Danke. Eigentlich ist es scheiße. Auch wenn es geniale Scheiße ist. Deliziös. Ich weiß nicht, ich finde leicht bitter. Ach, Hannelore, du wirst durch Andi zu verwöhnen. Ich finde die Küche ausgezeichnet. Die Suppe kommt nicht ins Protokoll. Einverstanden. Es gibt überhaupt nur sehr wenige Dinge in der Inneneinrichtung, die mir nicht gefallen. Die Bar zum Beispiel. Jetzt denkst du natürlich wieder an Eberhard und seine Möbelunion. Hemmungslos. Ach, was er im Moment wohl gerade macht. Schlafen. Schon als kleines Kind, wenn er allein war, ging er früh zu Bett. Hannelore, jetzt hast du direkt etwas Anzügliches im Blick. Hab ich? Was denn jetzt? Du, den Mann kenne ich. Der hat uns das Apartment auf Mallorca verkauft. Und jetzt kommt auf uns zu. Sie werden an der Rezeption verlangt. Aber Sie können mich doch nicht in der Arbeit stellen. Was, aber das ist doch gut. Zeno. Mahlzeit, die Damen. Ich hoffe, dass Ihnen unser Essen schmecken wird. Na, das hoffen wir auch. Der Ochsenschwanz war etwas bitter. Darf ich die Damen später auf einen Drink an unsere Bar einladen? Danke, sehr gern. Aber offen gestanden, Ihre Bar erinnert mich ein bisschen an eine Lounge bei einer Fluggesellschaft. Lounge bei einer Fluggesellschaft? Mutter. Na, subjektiv, Hannelore, rein subjektiv. Ja? Tut mir natürlich leid, aber Sie haben recht. Mit den Farben ist irgendetwas nicht in Ordnung. Das ist richtig. Nicht die Farben. Ich finde das Holz. Mehr Holz. Eine Holztäfelung. Am besten eine Mahagoni-Bar. Meinen Sie? Ihre Halle ist wunderschön. Dankeschön. Aber der Empfang? Ja, Mutter. Insgesamt fühlen wir uns sehr wohl. Das freut mich. Bis auf den Kofferservice. Tja, gnädige Frau, das ist ein hausinternes Problem. Der Großneffe von unserer Seniorchefin. Elisabeth. Besonders liebe Gäste, Frau Wichert, gnädige Frau, empfange ich ausnahmsweise in meinem Büro zu einem Trink. Bitte schön. Bitte sehr. Danke. Also ich finde, Ihr Büro könnte ruhig etwas funktionaler sein. Was? Mein Mann hat da ein Senatorprogramm entwickelt, das darf ich Ihnen. Ah, Möbelunion Berlin, das ist interessant. Prospekte Ihrer Innenarbeiten oder Ihres Senatorprogramms haben Sie nicht zufälligerweise dabei. Aber ich bitte Sie, wir sind zu unserer Erholung hier. Ach so. Eben. Und es gefällt uns ganz ausgezeichnet hier. Wirklich ganz ausgezeichnet. Dankeschön. Darauf wollen wir trinken. Prost. Und? Prost, meine Damen. Da lachen wir aber wieder, was, Herr Wichert? Heute kommt ja Ihre Frau zurück. Es hat ihr sehr gut dort gefallen. Doch meine Mutter hat keinen Stein des Anstoßes gefunden. Ach. Oh. Was machst du denn da, Mutter? Gott, wenn das einer sieht. Los, geh doch. Was heißt du? Danke, Frau. Elisabeth, nur Elisabeth,
Jetzt machen Sie mir die Freude. Sie ist halt ein bisschen Spinnerei von mir. Danke, Elisabeth. Ja. Und Ihre Koffer, die lasse ich dann gleich zum Wagen bringen. Danke. Komm, was ist denn hier? Pass auf. Was soll ich denn? Aber nicht doch. Also, du zerknütterst ja alles. Egal, du hast sowieso wieder alles gereinigt und gefügelt. Setz dich da hin, nimm die Zeitschrift und halt den Mund. Warum? Ach, ich muss mich ab. Bitte? Sie reisen ab? Bringen Sie die Koffer zum Wagen. Wir reisen in 2 Minuten ab. Vielleicht sehen wir uns geschäftlich einmal wieder. Oh, mit Vergnügen. Frau Wickert, ich habe Sie beobachtet. Ich will mir einen Steingarten anlegen. Danke, Frau Wickert. Haben Sie herzlichen Dank. Bitte. Bis bald. Na? Wieder da? Guten Tag, Herr Meisel. Guten Tag. Vorsicht, Vorsicht, wir haben ein Mitbringsel im Koffer. Ach, haben Sie einen Findling mitgebracht, ja? Nein, Mineralien, Herr Meisel. Sie sind vorläufig festgenommen. Oh.